Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. That's fine, Rob. Yeah. Ich war schon sehr alt und hat dann auch meinen Penis angefasst und es war so, geil. Ja, siehst du, das will man halt nicht unbedingt. Naja, ich weiß gar nicht, ob die das bei uns gemacht haben. Das hat man immer nur beim Bund gesagt, dass sie irgendwie dich an den Sack fassen und dann sollst du husten oder so. Genau. Für mich war es halt so auch nicht geil, aber ich dachte mir, sie ist halt eine Ärztin, meine Güte irgendwie. Und die sehen ja alle nackig heute, also die meisten zumindest. Und dann habe ich es halt machen lassen mit mir. Ja, so reden alle Vergewaltigten. Ne? Da habe ich es halt machen lassen mit mir. Mein Gott, Tino, das ist ja eine schöne Geschichte, die du uns da erzählst. Du traumatisierter. Ach komm, lass den Lappen einfach. Scheiß Lappen hier hinten, ey. Das ist ein bisschen zu kurz. Ich habe das andere unten gerade in der Wäsche. Ah, okay, deswegen. So, da wir jetzt meinen Haushalt geklärt haben, können wir ja mit Podcast beginnen. Und von Geschichten, als wir noch Kinder waren, nackig waren und von irgendwelchen dubiosen Ärztinnen oder Nicht-Ärztinnen kontrolliert worden sind und untersucht worden sind. Ja, ich habe nämlich gerade gesagt, ich ziehe mich nicht aus vor irgendwelchen Grundschulärzten, die da sagen, wir sind Profis, ich traue denen nicht. Bei uns war es halt eine ältere Oma und ich dachte mir, okay, bei der kann ich mich ruhig ausziehen. Wäre es ein Mann gewesen oder eine junge Frau, hätte ich vielleicht auch gesagt, so mit, aha, war man ja so 14 Jahre. Das ist Ageism gegen junge Leute. Nee, gegen mich selber, weil ich hätte dann Angst gehabt, irgendwie, das ist, weiß ich nicht, ich hätte mich komisch gefühlt. Und diese alte Frau, dachte ich mir, komm, so what? Ach, die alte Frau, die kann schon nicht mehr vergewaltigen. Eben, weißt du, das finde ich richtig mies, dass du alten Menschen jetzt die Macht des Vergewaltigens absprichst. Oh, ich habe ja noch Halsbonbons gefunden. Ach, schön. Geil. Ja, Tino, was ist ja los? Folge 171, 72, irgendwie sowas. Die sehen ja aus wie irgendwie von irgendeiner Apothekenmesse oder so. Ja, die waren so kostenlose Proben, weil ich habe gesagt, ich will kein Geld ausgeben und dann hat sie mir das gegeben. Ja. So, Halsschmerzen sind weg. Also danke an diese nette Apothekenfrau. Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Oh, schön. Jetzt gehen wir eh mal wieder. Jetzt machen wir mal richtig back to the roots. Wir gehen hier nicht raus, bevor nicht mindestens zwei Minderheiten beleidigt wurden. Wir gehen ja auf die 200 zu, so ganz langsam. Die ist schon so ein bisschen aus der Ferne mit dem Fernglas zu sehen, die 200. Ja. Das muss spektakulär werden. Dachte sich die Queen werden. Auch. Ja, ja. Die dumme Sau, haha. War nicht ganz so. Aber ohne Spaß, ich hätte voll gern für die 200. Ausgabe von uns eine Live-Show. Ich will, dass wir das live machen mit Publikum und Musik. Okay. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir bestimmt hin. Das Hauptproblem wird sein, dass das vermutlich mitten im Winter ist. Stimmt. Aber, also Outdoor ist dann schon mal schlecht wahrscheinlich. Ah, kacke, stimmt. Indoor muss man gucken, aber also wir kriegen da bestimmt was organisiert. Nicht viele, es reicht ja auch schon so 10 Leute oder so, dass wir einfach Live-Publikum haben, die lachen, die buhen und... Die lachen, Tino, von was gehst du denn bitte hier aus? Ja, von toten Omas zum Beispiel. Vielleicht ist das ja irgendwie genau zu Weihnachten und dann machen wir so Weihnachts-Special, weißt du? Lass mal kurz rechnen, was ist das, was haben wir mit 72? Nee, es haut nicht hin. Haben wir 130? Das könnte so im Frühling sein, es sind ja schon noch ein paar Folgen, das sind 28 Wochen noch. Dann nochmal ausfallen zwischendurch, weil jemand krank ist oder Urlaub fährt oder... 28 Wochen, das ist gar nicht so wenig. Das ist wahrscheinlich vielleicht öffnen wir den Frühling. Noch ein bisschen. Da kann man ein Osterspecial machen, wenn wir noch hier Eierkratzen machen. Ja, wenn ihr mehr davon hören wollt, dann hört unbedingt mal den Podcast zu Österreich. Ja. Der ist dann jetzt auf Spotify, aber auf YouTube kommt er wahrscheinlich erst am Mittwoch. Genau, wir haben einen Hörerwunsch gemacht zum Thema Österreich und Eierkratzen. Und nur als kurze Ankündigung, wir mussten einen Song austauschen aus der Playlist, weil der schon doppelt drin war. Deswegen nicht wundern, dass wir noch falsche Dinge erzählen. Wie konnte das denn passieren, du Fanboy von Falco? Ja, ein Song war jetzt zu viel drin, der war schon drin, deswegen haben wir den ausgetauscht gegen einen lustigeren Song. Guckt mal rein in die Brennholz-Untermusik-Playlist auf Spotify und da habt ihr unsere größten Hits drauf. Ja. Von Robin und mir. Also Tino, jetzt aber hier richtig wieder fruchtig ummantelt, in die Themen eingestiegen, ne? Wer ist ausgestiegen aus dem Leben? Wer ist eingestiegen, wer ist ausgestiegen? Die Queen. Ja, wir haben die Meldung der Woche, natürlich, wir kommen nicht drum rum. Die Königin Elisabeth, die Tote. Die Tote, genau. Die Tote jetzt ab sofort. God save the Queen, hat sie jetzt echt halt gesaved, ne? Ja. Und ab sofort müssen die jetzt singen in Großbritannien, God save the King. Ja. Das ist nämlich eine genderfluide Hymne, die haben. Haben wir nicht.
Was haben wir denn? Einigkeit und Recht und Freiheit. Ist ja. Das, es war auch schon eine Geschichte sehr fluide, die Freiheit und die Gerechtigkeit, aber bei uns bleibt der Text halt gleich. Die Einigkeit ist schwierig. Ist wieder zu feminin. Die müssen jetzt jedenfalls singen, God save the King, und da wird sich keiner dran gewöhnen. Ich finde es eh komisch, dass jetzt irgendwie ein Mann als Queen eingesetzt wird. Ich finde, dass diese linke, queere Woke-Bubble zu weit geht. Aber ach, mit Kanzlerin Scholz haben wir das da auch ganz gut geschafft. Eben, das sind Männer auch mitgemeint, wenn ich sage Kanzlerin und ja. Queen. Ja, nur an dieser Stelle, kannst du mir mal das Wort Frau definieren? Das ist eine echt krasse Frage. Ich hatte letztens, wir hatten so einen kleinen Stammtisch gemacht mit so... Endlich sagt's mal einer. Nee, mit so, ich bin ja auch ein Sexualpädagoge. Hm. Und wir haben uns da zusammengesetzt und mal diskutiert, was ist eigentlich eine Frau? Wie definierst du das? Weil auch mit der Thematik des Transsein, weißt du, so Transfrau, was macht eine Frau eigentlich aus? Mhm. Und da kommst du um Klischees nicht drum rum. Tja. So, und das ist echt schwierig, das ist ein großer Clash, weil man ja eigentlich von diesen Klischees weggehen sollte, aber es gibt trotzdem Dinge, die eine feminine Person ausmachen, ne? Und das ist eine echt schwere Frage, da bräuchte man einen extra Podcast dafür. Was macht eine Frau eigentlich zur Frau? Ja. Echt schwer. Und also, ne, ich bin eigentlich der Letzte, der jetzt sagt, ja, also ich sage ja immer, soll jeder seins machen, ist mir genau. Wurst so. Oder ihrs. Oder ihrs, genau. Das wäre dann nicht Wurst, das wäre dann eher irgendwas, was geöffnet ist. egal. Aber es ist halt schon wichtig, Dinge definieren zu können. Und weißt du, der Duden sagt, eine Frau ist eine erwachsene Person des weiblichen Geschlechts. Was heißt denn das jetzt wieder? Ja, was soll das heißen? Siehst du, das ist alles so, es ist überhaupt nicht greifbar. Naja. Und wozu braucht es denn überhaupt diese Definition? Klar will ich wissen, naja. Ich will wissen, was ein Schwein ist, ja? Ich will wissen, was ein Brokkoli ist. Das ist, was ein Tisch ist, das ist wichtig. Aber wir als Menschen haben doch so viele Konstrukte aufgebaut irgendwie. Klar gibt es verschiedene Körper, ja. Ja, jetzt habt ihr so viele Konstrukte aufgebaut und sagt, naja, jetzt haben wir so viele Konstrukte aufgebaut, da können wir jetzt auch nicht mehr. Ja doch, wir können ja jetzt einige Konstrukte auch wieder abbauen. Klar, für die Medizin ist es wichtig so, oder für Menschen, die sagen, ich stehe nicht auf Menschen mit Penis zum Beispiel, sondern ich will halt Menschen ohne Penisse daten, das ist dann wichtig. Aber ich finde, dass dieses Mann und Frau sind die einzigen Kategorien, das ist völlig überholt. Warum nennt man das dann aber vielleicht nicht anders? Um dieses, also weißt du, dass einfach der Frau-Begriff weiterhin das ist, was halt jetzt, sagen wir mal, das primäre Geschlechtsorgan zum Beispiel hat. Und dann gibt es aber noch was anderes und das ist dann, weiß ich nicht, weiblich oder, weißt du? Ja, das gibt es ja an sich. Also ich gebe ja Workshops zu diesem Thema und das Erste, was ich präsentiere, ist die sogenannte Genderbread Person. Gender, was für ein Brot? Genderbread. Von Gingerbread abgeleitet die Genderbread Person. Könnt ihr gerne mal googeln, liebe Leute. Mhm. Da geht es nämlich darum, dass da zeichnen wir eine Gingerbread Person auf an die Tafel und symbolisieren, dass das Geschlecht aus 4 Kategorien ungefähr besteht. Das ist einmal das biologische Geschlecht, dann der Ausdruck, die sexuelle Orientierung und das Selbstbild, glaube ich, war es noch. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Jedenfalls gibt es diese 4 Kategorien und du kannst zwar einen Penis haben, und kannst dich selbst auch als Mann ausdrücken, aber vielleicht fühlst du dich ja irgendwie als Frau, weißt du? Mhm. Das sind so die Kategorien, die es gibt. Oder du kannst halt kannst einen weiblichen Körper haben, also keinen Penis haben, aber trotzdem dich halt maskulin kleiden. Aber was heißt denn das dann für dich? Weißt du, du siehst aus wie ein Mann, aber hast halt weibliche Geschlechtsteile. Da bist du ja auch kein Mann, bist keine Frau. So, du kannst für dich selbst halt dich definieren, wie du das möchtest. Das ist jetzt ganz wieder, kurz gefasst. Ja, das ist ja wieder viel zu groß geworden dafür, dass ich eigentlich nur sagen wollte, der arme Charles, der wurde nämlich mit Her Majesty King Charles vorgestellt bei der BBC, was ja so der größte, das RTL von Großbritannien ist. Ja, ungefähr. Nee, und da ist er jetzt bestimmt ganz traurig drüber. Stimmt. Aber ja, nee. Gut, dass wir diesen kleinen Ausflug gemacht haben, können wir jetzt auch nochmal ganz kurz sagen, dass Frauen ganz toll sind. Ja, sind sie. Männer auch. Besonders die King nicht, Charles heißen. Nicht binäre auch und Agender auch, alles sind super. Ja. Außer die Queen. Ich muss sagen, mir ist aufgefallen, dass die Berichterstattung sehr, sehr einseitig war. Das ist also, ja, es ist... Oh, die es, Queen, oh, die war so alt, oh, sondern die war immer da. Das ist so ein Stück einfach vertrautes Heimatsgefühl, was jetzt wegbricht, die Gute. Ja, und es war alles so glorifizierend. Natürlich hat sie sehr viele Dinge auch getan, die super waren. Ja, die und letzten Jahre vor allem irgendwo rumchillen und ihren pädophilen Sohn das, haben. Eben, das ist gerade das, was ich auch sprechen will. Das eine ist so, sie hat Humor bewiesen mit dieser Trump-Geschichte und so weiter.
Wir erinnern uns an die Geschichte, dass als Trump sie besucht hat, hat sie eine Brosche getragen, die Obama ihr geschenkt hatte, so sein Vorgänger, was halt ein Zeichen ist von ich schätze sie nicht wert, also dich nicht wert, ja. So. Das sind so Sachen, die, wo man sagen kann, okay, sie hat Großbritannien schon auf eine Weise ganz lässig repräsentiert, aber sie hat eben auch die Kolonialzeit nicht kritisiert und hat halt den Rassismus nicht entschuldigt, den das Königshaus lange Zeit auch gefördert hat. Ich meine, bis 2007 oder so, ich kenne jetzt die genaue Jahreszahl nicht, durften im Königshaus keine nicht weißen MigrantInnen arbeiten, zum Beispiel. Mhm. Und diese ganzen Bilder, wo irgendwie irgendwelche Prinzen von denen, von irgendwelchen schwarzen Sklaven da hochgehalten werden, auf irgendwelchen Thronen und so, auch noch in den letzten 20 Jahren gab es solche Bilder auch noch. Haha, lustige Bilder irgendwie, aber das ist halt irgendwie Kacke für die Leute, die es betrifft. Und sie hat halt diese Rassismus-Thematik nie aufgegriffen, was sie hätte machen können. Sie hat eben keine Macht, so richtig als Königin, sehr so repräsentativ, aber hat eben auch ihren Mund nie aufgemacht gegen Rassismus. Tja, Frau halt wieder, ne? Typisch Frau. Zum Glück hat jetzt die Patriarchie gewonnen. Genau. Und jetzt wird alles anders. Nee, wird eben nicht anders, also überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass hier, ich will nur noch Prinz Charles sagen, das King Charles besser ist, glaube ich auch nicht, aber nur mal zu sagen, hier die Queen, ja, coole alte Oma, war recht modern in vielen Dingen und lustig, aber hat eben auch Dinge verpasst, die sie hätte aufholen können. Und ich meine, sie war jetzt 80 Jahre gefühlt so an der Krone und hätte lange mal irgendwie was sagen können. Oder unter der Krone sogar. Unter der Krone sogar, ja. Also der König Charles geht mir jetzt schon auf den Sack, weil der hat nämlich die Chance verpasst, einen anderen Namen zu wählen. Darf er? Man darf als König jeden seiner Vornamen nehmen und unter anderem einer seiner Vornamen ist Arthur. Er hätte sich King Arthur nennen können. Aber hat er nicht gemacht und deswegen fuck off. So eine verpasste Chance. Aber darf sich kein neu ausdenken so? Nee, das glaube ich nicht. Schade. Aber er hat so drei Vornamen und Charles, Arthur, Adolf. So King Detlef oder so auch gut gewesen. King Detlef, ja doch. Oder King Uwe. Wäre klein und noch so ein Schnauzbart und ein bisschen mehr Gewicht. Hm. Dann würde ich ihm mehr vertrauen, wenn er so ein richtiger, so wie Achim Menzel aussehen würde. Ja. Dann würde ich ihm auch vertrauen. Aber so ist er irgendwie, Ja, also witzig waren auch verschiedene Reaktionen von Livestreamern zum Beispiel. Über den Hassan hatten wir auch mal gesprochen, der auch jetzt bei der TwitchCon war. Der auch so ein kleine bisschen kontroverse Figur ist, der so auch so ein bisschen linker Politik-Commentary-Twitcher ist, relativ großer. Und der hat es halt auch live mitbekommen und er so, oh mein Gott, sie ist tot! Und hatte aber halt so einen britischen Kumpel dabei. Also dann, warte, ich zeig dir das Bild einfach mal. Ich hab's extra gescreenshottet, die verschiedenen Reaktionen. Er so, ey, get fucked, Queen! Und dann der Brite daneben. Ja, die haben schon ein anderes Verhältnis zur Queen, ne? Die da leben, das stimmt. Diese verschiedenen Reaktionen finde ich ganz witzig. Oh, So, Live-Reaction im Stream. Und ja, es haben auch viele geschrieben, so von wegen, ey, diese ganzen Royalty-Scheiß, geht mir alles auf den Sack, aber irgendwie fühlt sich trotzdem komisch an. Ich kann auch Sense dazu machen. Nee, alles gut, es ist meine persönliche, ich friere immer. Ach so, okay, na dann ist okay. Ja, ja. Die Queen. Ja, ich sehe es ja ähnlich, dass dieses ganze Königshaus-Gewäsch irgendwie ins Museum gehört. Wenn die eh nur noch repräsentiert wird, was machen die eigentlich noch? Ich meine, die dürfen nur durch ihre Blutlinie entscheiden, wer halt in Saus und Braus leben darf. Ja. Und darf eine Krone tragen, was schon mega cool ist. Warum dürfen das nur die? Das finde ich halt nicht gerechtfertigt. Ich finde auch, Königinnen und Könige sollten gewählt werden. Dann wäre es fair. Aber so finde ich dieses irgendwie, wir geben dieser Familie für immer das Recht, irgendwie König und Königin zu spielen, finde ich nicht cool. Ich will auch mal König sein. Ja, vor allem, was ist denn jetzt ihr Erbe? Toll, ey. Hätte sie noch 2 Jahre länger ausgehalten, dann wäre sie die longest reigning Monarchin aller Zeiten gewesen. Es gibt noch diesen Henry der irgendwas, der 16. oder was weiß ich, der mit 5 oder so auf den Thron gekommen ist. Ah. Und der hat wohl 2 Jahre länger regiert als sie. Shit. Und jetzt, was ist denn das? Weißt du, weil wie bei Merkel, Scheiter der Existenz. Wie bei Merkel, ne? Das, ich meine, sie hat ja auch ganz knapp cool verpasst, ihn zu überholen. Tragisch. Noch ein paar Fun Facts zur Queen, die ich noch rausgefunden habe. Und zwar hat sie wohl das Set besucht von Game of Thrones und hat sich geweigert, auf den Thron sich zu setzen, weil es wohl untersagt ist, so Monarchen und Monarchinnen fremde Throne zu besteigen. Sogar fiktive wollte sie nicht besteigen und wollte auch keine Fotos davon haben. Das fand ich sehr beachtlich. Das war wieder eine coole Geschichte. Und mega funny, es gibt von Marc-Uwe Kling, dem ganz tollen Autor und Kleinkünstler, kann ich sehr empfehlen, der hat so einen Kalender rausgebracht, so zum Abreißen, ne? So wo jeden Tag so falsch zugeordnete Zitate sind.
wie zum Beispiel der Ton macht die Musik, Klaus Kinski und so, die sie nie gesagt haben. Was witzig wäre, wenn das sagen würde? Ich habe gerade noch eine gute Idee bekommen, so ein, pass auf, so ein 9-11-Gebäude als Kalender, wo man auch jeden Tag was abreißen kann. Ah, das ist, stimmt, ja. Witzig. Gut, das Klaus Kinski Zitat hat, war jetzt meine Idee, Zitat, aber trotzdem, so in der Art geht das so. Und einen Tag, nachdem die Queen gestorben war, also am 9. September, gab's das Zitat, "You should see me in a crown, Prinz Charles." Das fand ich riesig. Also so ein krasser Zufall. Das ist schon interessant. Ob das Zufall war? Vielleicht hat er ja auch jemand nachgeholfen. Wer weiß. Das wird ja jetzt der guten Liz Truss auch nachgesagt. Die Nachfolgerin von Boris Johnson. 2 Tage im Amt und plötzlich ist die Queen tot. Das ist ihre Schuld. Die wurde ja noch eingeschworen und vielleicht, weißt du, vielleicht beim Handshake oder so. So eine kleine vergiftete Nadel. Stimmt. Oder Corona bekommen so und instant... Würde ich der zutrauen, der bösen Premierministerin. Aber an sich muss ich sagen, so Medien krass war mehr, als sie Corona hatte und nichts war. Findest du? Ja. Na gut. Also klar, Queen ist tot, überall Memes und so, aber... Also Timelines sind voll. Also Twitter, was habe ich noch gesehen, Facebook, Instagram, überall nur irgendwelche Queen-Geschichten. Das hat schon überhand genommen, ja, muss man so sagen. Ich bin auf Facebook und Twitter nicht so viel unterwegs, da habe ich das natürlich nicht mitbekommen. Na gut, bei dir ist es erst MySpace und StudiVZ. Genau, ne? Stimmt. Und da braucht die Information noch ein paar Jahre, bis die ankommen, deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Kann ich voll nachvollziehen. Ja, die Queen. Die Queen, ja, es ist ja natürlich zusammenfassend irgendwie immer sad, wenn jemand stirbt. So. Naja. Und zwar ja auch, es stimmt. Es war so traurig, als Epstein gestorben ist, wirklich. Alles, das ist ja alles richtig so. Da habe ich so geweint. Ach, Mensch. Und sie war halt eine Konstante, das finde ich, sehe ich auch so, das ist komisch, dass sowas wegbricht immer mehr. Ich meine, auch Merkel war eine Konstante, so, und auch in meinem Leben, ne? Da war sie weg, jetzt ist die Queen gestorben. Ja, da dachten wir auch, oh, wenn die Merkel mal nicht ist. Und? Wenn die mal nicht ist, was ist passiert? Wie ist es jetzt, wenn sie mal nicht ist? Oh. Ja, Krieg haben wir jetzt, na, Inflation gut, ja. Haben wir, danke Merkel. Die Merkel hätte das verhindert. Ist die hätte so. Erstmal gewartet, gucken wir mal ab, ich habe jetzt mal mit dem Herrn Putin geredet und der will leider nicht aufhören. Kann man nichts machen. Ja, kommen wir gleich noch zu. Ja, zu Merkel, die ist auch gestorben. Also es ist so, man kann diese ganze Geschichte schon irgendwie auch hochhalten. So, ja, die Queen war lange im Amt, hat viel gemacht, hat viel gearbeitet und viel gemacht, keine Frage. Aber sollte solche Leute nie abkulten, ohne auch Sachen zu hinterfragen und zu kritisieren. Kurzer Real Talk. Talk. Real Talk, ja, ist halt eine alte Frau, die gestorben ist, wow. Es gab auch so TV-Shows, die irgendwie dann abgebrochen worden sind und Live-Konzerte, wo so Stars gesagt haben, sie spielen nicht weiter. Und ich weiß gar nicht, wer es war, habe ich mir vergessen aufzuschreiben, der hat sein Konzert fortgeführt und wurde dafür kritisiert, dass er weitergespielt hat, obwohl die Queen gestorben war. Assi. Ganz schlimm. Warte, ich muss gerade eben mal einen Link raussuchen. Hier. Also wenn das wirklich so passiert ist, BBC Rock One. Ja, hat ausgerechnet den Song abgespielt, den ich in meinem TwitchCon-Video hatte. Nicht den Song, sondern, wisst schon, hier, The Prodigy. So. Und dann wird das announced mitten in diesem Song. Mhm. Also, es kann natürlich auch sein, dass es ein Mockup ist und dass es nicht for real ist, aber garantiert, es gibt halt ganz, ganz viele jetzt davon und so Compilations. Mhm. Mehrere davon sind auf jeden Fall echt. Mhm. Aber ich wünsche mir, dass das hier echt ist. Ja, man kennt den Song ja so. Ich darf es jetzt nicht allzu sehr abspielen, weil sonst, ne? So, und dann? Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Das war ein Drop, geil. Da ist sogar in meinem Zimmer irgendwas umgefallen bei dem Drop. Also wenn das real ist, dann liebe ich das. Mhm. Wenn es nicht real ist, ist es so eine 7 von 10. Aber es war ja auch schon abzusehen. Sie haben ja auch schon um die Vormittagszeit geschrieben, dass die Queen wohl irgendwie, dass sich die Ärzte besorgt zeigen um sie. Aha, was hat denn der Farin jetzt wieder gemacht? Ja, sie haben sie eiskalt am Totenbett quasi schon tot gemacht. Toll. Es gab diese Meldung schon am Vormittag, dass sie wohl irgendwie krank oder es ihr nicht gut geht und sich die Ärzte besorgt zeigen und dass sämtliche Familienmitglieder gerade auf dem Weg sind, sie zu besuchen. Oh, da wusste ich schon, okay, die wird mal abnippeln die nächsten Tage. Und dann war ich halt noch noch essen abends und schaue so, während die Kellnerin dann gerade Sachen bringen wollte aufs Handy und lese, wo war denn die erste Nachricht? Ich glaube, das war in einer Partei-Labergruppe auf WhatsApp. Queen ist tot. Zack, zack, so schnell kann es gehen. Können wir jetzt die Diana wieder haben? Das wäre toll, ja, das stimmt.
Ich glaube, die wäre echt cool gewesen. Viele werden immer so glorifiziert, wenn sie gestorben sind, so zu Unrecht und ach, mit der Person wäre alles besser gewesen und die war die Größte. Aber Diana war ja wirklich badass, ne? Die war ja wirklich großartig. Hm. Klar war, ist sie auch jung gestorben, man weiß nicht, was aus ihr noch geworden wäre. Aber was die alles so für Dinge getan hat, dass sie auch in... Sie hat sich als Drag Queen verkleidet und ist in Schwulenclubs gegangen und hat sich um Leute gekümmert und hat halt echt, es gibt von ihr echt kaum negative Nachrichten so von Diana. Also ich glaube, wenn die sie, tot ist. Ja, natürlich. Aber bis dahin halt war das alles auch relativ smooth von ihr. Ich hätte gern gesehen, was aus ihr geworden wäre. Vielleicht eine Queen. Da gehen wir mal raus, da zeige ich dir mal ein bisschen Humus auf dem Boden, da siehst du, was aus ihr geworden ist. Mhm. Aber ist nicht auch King Charles, der hat ja Camilla, ne? Das ist seine Frau quasi. Ja, diese Pferdedame. Ist sie jetzt, sagt man. Ist sie jetzt irgendwie auch Königin oder ist sie jetzt nur die Frau des Königs? Das ist eine gute Frage, ich hoffe nicht. Ich kenne die jetzt nicht so genau, ich weiß nur, dass sie aussieht wie hier von der Line, nee, von der Gröben, diese Moderatorin. Ich vertausche die immer irgendwie vom Gesicht her. Ich dachte, ich hätte noch was dazu gehabt, aber egal. Liz Truss hatte ich nur noch aufgeschrieben. Egal. Ich habe nichts mehr zur Queen, glaube ich. Ja, dann lass doch mal diese alte Frau jetzt ruhen. Ja, das ist ja jetzt auch schon wieder Geschichte von gestern. Das stimmt. Lass doch mal, also, ne? Die Leute wollen ja auch wissen, die wollen ja hören, wie wir Minderheiten beleidigen. Wir haben bis jetzt erst alte Menschen, glaube ich, beleidigt. Nee, du hast alte Menschen gut gefunden oder so, glaube ich. Ja, ich finde alte Menschen niedlich manchmal. Ich habe diese Woche einen guten Gag gemacht, habe den an 5 verschiedene Leute geschickt, unter anderem an dich, und die unterschiedlichen Reaktionen waren großartig. Ja. Ich möchte sie bitte einmal kurz vorlesen. Warte, sehr gerne. Ich habe den Gag wieder vergessen. Ich habe sie, glaube ich, Herodes nur alle geschickt, die Reaktionen. So. Also eine Person hat geschrieben, würde gerne Herz geben, aber das fühlt sich dann irgendwie illegal an. Du musst den Gag noch erzählen. Den mache ich dann nach. Ach so, okay. Jemand anderes hat gesagt, dazu kann ich nur schweigen. Du hast gesagt, lol. Ja, ich fand's auch. Und eine weitere Person hat gesagt, verstehe ich nicht. Das war eine richtig gute Reaktion. Ach so, und Herr Rodes hat natürlich auch was gesagt. Manchmal ist es das Wortspiel nicht wert. Und der Gag... Und ich habe ihn extra positiv formuliert, ja. Der Gag war, und hier in diesem Safe Space darf ich dir ja machen, Triggerwarnung, schaltet schnell ab. Zum Glück sind im Dritten Reich ein paar Juden ungeschoren davon gekommen. Oh, ja, schön, ich erinnere mich. Ja, ich muss ja wohl das beipflichten. Also, es ist den Gag echt nicht wert. Ich fand es in dem Moment echt witzig, so, weil ich dachte, oh Gott, kommt da jetzt schon wieder. Und das habe ich so in einem Moment gehittet, als ich gerade irgendwie gar nicht so in dem Mut dafür war. Und dann kam dieser Gag und ich dachte, Alter, ist das lustig. Aber ist es eigentlich nicht. Ich distanziere mich von meinem LOL. Das LOL war auch nicht Tino, das war jemand anderes. So ein anderer Tino. Das ist ja auch eine Abwehrreaktion, dieses nervöse Lachen. Weißt du, wenn etwas gerade ganz unangenehm ist, genau, dann überspielt man das ja. Und genau so war es. Also das Wortspiel ist es nicht wert, ich stehe da nicht dazu. Das hat sich jemand ausgedacht, das ist ganz schlecht. Aber ich verstehe also Herr Rodes Reaktion am ehesten von allen. Hallo? Wer hat geschrieben, verstehe ich nicht? Und darfst du das nicht sagen? Oder? Ich wollte es jetzt hier nicht sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich erwähnt habe, wer LOL geschrieben hat. Ich werde jetzt mal so ein Halsbonbon in mich einpflegen. Hast du Halsschmerzen? Ja, ich habe gerade wieder so ein bisschen Kribbeln. Außerdem, die liegen halt so verlockend vor mir. Ja. Aber vielleicht kannst du dann jetzt einfach mal die nächste Sache reinmoderieren. Sehr gerne. Ich kann von einer anderen Prizin erzählen, die nicht gestorben ist, die noch etwas jünger ist, und zwar J.K. Rowling. Denn die beiden hättest du gerne getauscht gesehen. Ein bisschen vielleicht, ja. Also es gibt ja auch so Menschen, die machen gute Dinge und werden dann halt scheiße. Es gibt ja diesen Spruch aus The Dark Knight, entweder du stirbst als Held oder lebst so lange, bis du selbst zum Bösen wirst. Und so ist es bei J.K. Rowling ungefähr. Die hätte nach dem letzten Buch abnippeln müssen. Meine persönliche Meinung, ohne dass ich sie wirklich sterben sehen will, aber... ihr neues Buch, ne? Das hatten wir noch gar nicht angesprochen. Ich hatte es mir letzte Woche aufgeschrieben. Der hat nämlich ein Buch veröffentlicht, in dem eine Person, ich muss es mal noch kurz nachlesen, eine Person wird ermordet von einer, genau, eine transphobe Person wird ermordet von einer pro-trans-Person. J.K. Rowling's new book features story about a woman who is killed after being accused of transphobia, genau. Und sie ist ja auch transphob, kann man sagen. Also es gibt auch in dem Buch irgendwie eine Person, die heißt Harty. Also die schreibt ein Buch über eine Person, die heißt Harty. Also die Ähnlichkeiten zu ihrem echten Leben sind überragend.
Ja. Sorry, dass ich euch einen reinschmatze, ich bin gleich fertig. Und das Ding ist halt, dass sie an sich von sich behauptet, sie wäre nicht transphob, sie akzeptiert ja Menschen, die eine Transition machen, aber die bleiben halt für sie immer in ihrem Ursprungsgeschlecht. Und die braucht mal von mir einen Workshop zum Thema Genderbread Person, glaube ich, J.K. Rowling. Und ich finde ja krass, dass sie mit Harry Potter geschaffen hat, ja, und auch, dass sie dann auch so diese, ja, sie wurde auch dafür kritisiert, dass sie manche Figuren im Nachhinein queer gemacht hat, wie halt Dumbledore oder McGonagall, die ja jetzt irgendwie bi und homosexuell sein sollen, was aber in den Büchern nie erwähnt wird, was schade ist, aber ich finde es besser, als es ganz abzuwälzen, muss ich sagen. Und sie hat ja auch noch auf ihrer Website damals Pottermore noch Nebengeschichten erzählt und so Background-Stories zu Charakteren. Und hat sie eben erklärt, McGonagall ist bisexuell und Dumbledore hat irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber der hat auf jeden Fall zu einer anderen wichtigen Person eine homosexuelle Beziehung geführt. Und die Fans betrachten die Geschichten auf Pottermore auch als wahr in der Geschichte und verknüpfen das dann mit der Hauptstory. Das wird ja auch zum Teil bei Magische Tierwesen wieder aufgegriffen. Und das heißt, sie ist ja prinzipiell nicht abgeneigt irgendwie queeren Themen, aber sie kann eben nicht akzeptieren, dass Menschen nicht immer in dem Körper geboren werden, in dem sie auch tatsächlich sich befinden, ja, von ihrem Wesen her. Das heißt, wenn du als Frau geboren bist, aber eigentlich fühlst du dich als Mann und lässt dir halt einen Penis operieren und machst halt eine Transition, bist du halt für J.K. Rowling immer noch eine Frau und wirst niemals ein Mann sein und umgekehrt. Für mich ist das Hauptproblem, warum verschwendet die so viel Energie überhaupt auf dieses Thema, weißt du? Ja, doch, das macht sie aus feministischen Gründen. Also sie will das ja damit begründen, dass dann Transfrauen, die in ihren Augen Männer sind, sich in Frauentoiletten einschleichen können und Frauen vergewaltigen. Mhm. So, das ist halt so ja okay. Eher Thema. Deswegen macht aber sie das kann ich auch machen, wenn ich keine Vagina habe. Ja, genau, aber es geht ja auch darum, dass bei meinem... Also das kann ich immer machen. Ja, aber bei einer Transfrau, die hat dann ja quasi ein Recht, aufs Frauenklo zu gehen. Keiner hinterfragt das. Dann kann sie ihren Schwengel auspacken und dann halt eine richtige Frau vergewaltigen. Ja, aber das, da redet doch auch jeder. Also, das wären ja 10 Sekunden Unterschied. Es ist ja auch konstruiert. Ich bin 10 Sekunden natürlich da toleriert und vergewaltige jemanden und dann ist schlecht. Oder ich bin da sofort nicht toleriert und vergewaltige jemanden und dann ist schlecht. Sie hat eben auch Angst, dass halt Frauen werden ja auch manchmal weniger bestraft für Vergewaltigung, als Männer das werden und so weiter. Dann hat sie eben Angst, dass das Männer ausnutzen könnten, dass sie sich dann umoperieren während auch des Verfahrens und dann sagen, ich bin ja eigentlich eine Frau, ich will weniger Strafe haben. So hat sie es ungefähr begründet, ganz runtergebrochen. Deswegen macht sie daraus eben ein großes Ding. Das ist so ein, also wie gesagt, wenn man überhaupt so ein Thema so intensiv, die soll gar nichts machen, aber... Die soll mehr Bücher schreiben, aber nicht welche irgendwie, wo ein armer Transphobe ermordet wird für seine eigene Meinung. Ich finde, wenn du Menschen nicht akzeptierst und sie nicht anerkennst, bist du halt, das ist keine Meinung, das ist einfach nur Scheiße. Das ist halt transphob, es kann rassistisch sein, das ist alles Mögliche. Ist sie nicht auch so irgendwie auf der Straße gewesen oder so eine Battle-Arm? Genau, sie hat ja... Weißt du, ja. Wer so, James Blunt ist halt was Gutes geworden. Sie hätte mal lieber in der Gossip bleiben sollen. Ja, tatsächlich. James Blunt ist echt ein Ehrenmann. Ne? Also sein Twitter-Feed ist großartig. Es gibt so eine Geschichte, die ich nicht von ihm cool fand. Da hat Weird Al Yankovic hat einen Song von ihm parodiert und James Blunt wollte nicht, dass er es halt kommerziell veröffentlichen darf. Das habe ich ein bisschen gewundert, weil er sonst einen riesigen Humor hat, James Blunt, und da halt nicht. Das fand ich schade, aber sonst ist er echt badass. Es gab einen Tweet, wo jemand eben geschrieben hat, I hate your voice. Und dann so James Blunt, ich auch, bis sie mich reich gemacht hat. Das fand ich halt so einen geilen Satz. Ja. Richtig gut. Ja, schön. Das war also die kurze Exkursion nach Hogwarts. Nach Hogwarts. Gut. Dann, Tino, jetzt hau doch mal richtig, also... Ich habe doch nur noch hau mehr... Hau auch noch mal einen miesen Gag raus. Also, ich hatte mir mal überlegt, was wäre der most offensive Joke, den man machen kann. Ich bin nur bei was rausgekommen, was schon eigentlich gar nicht mehr wirklich ein Joke ist. Also er hat schon eine Punchline, aber die Punchline ist einfach nur, ja, ist halt jetzt noch extra schwarz. Und den will ich so gar nicht sagen, weil dann wird das hier aus dem Kontext gerissen und wird das irgendwo abgespielt. Aber kennst du einen Most Offensive Joke? Ich meine, wir sind Brennpunkt Internet. Ich muss das ja mal zurück zu den Wurzeln führen. Ja, ich kenne halt von dir ein paar, die ich auch nur unter vorgehaltener Hand erzähle. So in ganz dunklen Kreisen.
dich. Wenn ihr gerade Lämmlein schlachtet und Blut trinkt, dann kann man denen mal erzählen. Und genau, und das sind so Sachen, die würde ich halt öffentlich nie erzählen, aber ich finde viele schon sehr witzig. Aber ich würde in der Öffentlichkeit nie zugeben, dass ich sie witzig finde. Okay. Kann ich dir jetzt nicht erzählen, solche Witze. Ja, also mein Ding, was ich da referenzieren würde, ist, man kennt ja bei Star Trek so Hologramme. Ja. Ja. Und dann sagt der Spock zu dem, hey, diese Hologramme haben nicht stattgefunden, aber ich wünschte, sie hätten. Ja, ja, ich weiß, genau, so. den meine ich nämlich. Ja. Den habe ich schon so vielen Leuten erzählt. Weil ich den so witzig fand, aber das ist eigentlich überhaupt nicht korrekt. Genau, das ist das Unkorrekteste, was du sagst. Für mich, mir fällt nichts Unkorrekteres ein als das. Ja. Und das ist halt... Es ist halt, es wird jeden offensen, also jeder wird diesen Satz hassen. Ja. Und da hat mir immer jemand gesagt, doch, eine Gruppe kann den gut finden, und zwar Leute, die an die Hologramme halt nicht glauben, ja, aber halt trotzdem Juden hassen. Diese Person wird diesen Satz unterschreiben, aber sonst halt keiner. Was heißt du jetzt mit was? Moment, mit Juden nicht? Hey, ich rede ja von Major Spock. Ist nicht der Autor von... Major Spock, der... Major Spock, ja. Das ist nicht ein Song von Tom Schilling oder so? Ja. Oder Peter Schilling, gar keine Ahnung, Peter Schilling. Ja. Genau, Major Spock, oh Gott. Ja, finde ich witzig. Ja, dieser Satz ist halt echt mega offensive, den würde ich nirgendwo auf der Welt irgendwie öffentlich erzählen. Ja. Aber er hat irgendwie einen gewissen Humor. Ja, also... Wer das nicht versteht, der ist ja leider falsch. Also, ne? Nee, natürlich doch. Hat das alles stattgefunden. Es gibt ganz viele Hologramme in Star Trek. Man kennt die ganzen Folgen, ja. Weil ja gerade Hologramme ja eigentlich nur inszeniert sind, ne? Eigentlich. Also Hologramme, wofür sie stehen, sind ja auch nur Illusionen eigentlich. Das ist ja wieder nochmal so eine Ironie. Ja. Wie sind wir da jetzt eigentlich drauf gekommen? Kommen wir ganz schnell zu irgendeinem Thema, was diese Woche ganz relevant war. Eine Assassination. Oh, das ist echt krass. Die Vizepräsidentin, Vizepräsidentin, ich kann einfach nicht mehr Deutsch reden, Leute, sorry, ich bin zu viel. Weil Mr. International. So sehr weiß ist sie gar nicht, wenn die in Argentinien, kann sein, in Argentinien Vizepräsidentin ist, sollte ermordet, also sollte, klingt auch wieder, oh, das die ist soll voll, endlich mal ermordet werden. Also das ist voll gerade aufgemacht, es gab Assassination, es gab jetzt, es gab einen Totschlag. Nee. Jetzt nee, wurde muss ich dich ermordet. Enttäuschen, es war nur ein Hologramm. Nein, also es wurde aber live im Fernsehen übertragen, wirklich ein Close-Up-Shot von ihrem Gesicht. Und die Pistole kommt ins Bild, wirklich so 2 Zentimeter vor ihrem Gesicht. Und schießt aber nicht, weil sie irgendeine Fehlerquelle, keine Ahnung, irgendwie blockiert. Geht nicht so. Das ist halt echt hart. So live im Fernsehen, das heißt, die wurden Pistole ins Gesicht. Die wurden gehackt quasi, oder wie? Wie, die wurden gehackt? Nein, es war kein Hologramm. Ach, es war echt, ja. Ach, ich dachte, es war eine Montage oder so. Nein, es war kein Hologramm. Es war echt, sie hat wirklich eine echte Waffe ins Gesicht gehalten bekommen und die hat aus irgendeinem Grund nicht schießen können und deswegen Alter, hat sie überlebt. Alter, das ist krass. Ja. Es gab es ein paar Mal, ich habe mal so eine Reportage gesehen über so, was war das denn, irgendwelche Anschläge auf Politiker in der Geschichte. Da gab es auch so ein paar Ausschnitte von jemandem, der hat auch eine Rede gehalten, da kam ein Typ auf die Bühne und hat ihn echt auch so den Lauf vors Gesicht gehalten und hat zu lange gewartet und wurde dann in der Zwischenzeit schon von so Cops und so irgendwie weggezogen. Ja. Und das ist übelst krass, also der hätte auch sterben können. Oder auch der Ausschnitt aus Paris damals, hier 2000, wann war das denn, als diese schlimmen Anschläge waren? Bataclan 2016. Bataclan, genau das so. Da gibt es auch so Szenen, auch eine Doku auf Netflix, glaube ich, wo so jemand mit einer Maschinenpistole auf eine Frau zielt, die auf dem Fußboden liegt und auch so macht, aber die nicht abdrückt. Ja. Dann rennt er aber schnell wieder raus. Und dieses Gefühl, Alter, du bist in einem Café und wirst gerade überfallen von radikalen Islamisten, die halt Leute vor dein Gesicht abknallen und du weißt, du bist auch gleich dran, scheiße, liegst schon auf dem Boden, der zielt mit seinem Lauf in dein Gesicht rein und es funktioniert nicht und er rennt raus. Das muss so ein traumatisches Gefühl sein, also will man sich gar nicht ausmalen. Und auch für diese Politikerin, diese weiße Präsidentin, also es ist schon, also es muss heftig sein. Diese weiße Präsidentin, Moment. Ja, also es muss ja, du hättest an dem Tag sterben können, weißt du? Sie guckt halt wirklich in den fucking Lauf rein, ja, so. Ja. Ich glaube, das macht sehr viel mit dir. Ich glaube, das realisierst du in dem Moment gar nicht so richtig, dass du gerade irgendwie in Lebensgefahr bist. Aber dann, sobald dann
die Pistole weg von aus seinem Gesicht ist, realisierst du langsam, ich hatte gerade eine Waffe im Gesicht, der die jetzt abdrücken können. Hätte er nur eine andere Waffe in der Hand gehabt, wäre ich jetzt tot gewesen. Alter, wie krass ist das denn? Ja. Und dann noch live im Fernsehen übertragen. Da ging die Klickzahl hoch. Mega. Ja, mega cool. 10 von 10. Voll spannend. Guter Gag, gute PR. Ich habe gar nicht so viele Themen, ehrlich gesagt. Ich hab noch eine linksgrün versiffte Thematik bei mir. Och, Sino. Nee, dann machen wir erstmal noch kurz eins von mir. Okay, mach das. Kennst das ist halt das Thema, aber ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ach so, na klar, kenne ich mich okay. aus. Ernest Tramp. Kennst du natürlich. Der Bruder von Trump mit Sprachfehler. Genau. Mr. Tramp. Nee, der ist gar nicht so bekannt, aber der hat mehrere Rekorde aufgestellt. Das ist einfach ein, ich nenne ihn mal Instagram-Influencer, der macht so Gymnastik und Trampolinspringen und so. Spannend. Aber also, der hat als erster geschafft, von einem Trampolin einen 7-fachen Rückwärtssalto zu machen. Das ist schon hart. Ach, 7? 7-fach. Natürlich ist er dann nicht alleine auf dem Trampolin. Da sind immer so um ihn rum so 5 bis 10 Leute, die immer so mit reinspringen, um ihn richtig hochzukriegen. Katapultieren. Das war aber vor 2 Jahren, Tino. Dann hat er geschafft, einen 8-fachen Rückwärtssalto zu machen. Und diese Woche hat er geschafft, einen fucking 9-fachen Rückwärtssalto zu machen. Alter. Und das war jeweils immer das erste Mal. Also es hat keiner vor ihm geschafft. Einen 7-fachen, 8-fachen, 9-fachen. Aber probt er das vorher, macht das dann und dann holt er erst diese ganzen Jury-Leute ran? Oder ist es dann immer der Versuch live, das zu schaffen? Das weiß ich nicht genau. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt irgendwie die Guinness World Record Leute da waren. Weiß ich nicht. Obwohl, der hat da hinterher so einen komischen irgendwas in der Hand gehabt. So einen Zettel oder so. Doch, die müssen irgendwie anwesend sein. Ne? Also es muss auf jeden Fall gut belegt sein. Weil sonst ist es irgendwie auch nicht gültig. Ja, ne, das ist ja die Frage, ob dem das überhaupt so wichtig ist, dass das in irgendeinem Buch eingetragen ist, wenn er das Video davon hat. Aber es ist schon insane, vor allem Ernest Tramp, wo ist er denn? Ich habe gerade mal einen geschafft als Jugendlicher so und bin immer auf den Arsch gelandet. Hier, da ist er nämlich am Heulen. Guck dir das mal an. Also wenn man das nicht in Zeitlupe sieht, dann ist das auch einfach... Also er fliegt dabei natürlich irgendwie fast 10 Meter hoch. Oder ich würde sagen, es sind schon 10 Meter. So, und der nächste ist es. Ist halt schon einfach lächerlich, Alter, wie schnell. Das sieht ja echt aus wie so ein, weiß ich nicht. Nein. So ein CGI-Effekt oder so. Ja. Hätten sie so ganz, ganz viel gedreht. Ist witzig, dass er dann daran scheitert, aus dieser Sprunggrube rauszuklettern. Er ist auch voll auf den Kopf gelandet, dass er das nicht so aussieht. Ja, so halb. Also er ist nicht perfekt auf den Füßen gelandet, aber ja. es zählt schon als Aber cool. Einfach. Ja, und das war... insane zu sehen. Zumal also, er halt auch wirklich den Rekord für 7 und 8 vorher auch aufgestellt hat. Also lieber Ernst Trumpf, wirklich mit einem deutschen Glückwunsch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der 10-fache kommt. Geil. Wenn er das in seinem Leben nicht schafft, dann muss das auch wie die Queen sein, die 2 Jahre zum längsten reigning Monarch nicht durchgehalten hat. Weil 9 klingt halt einfach scheiße. Weißt du, du willst die 10 voll machen. Ist auch krass, so auch für die Menschheitsgeschichte, so in den nächsten 1000 Jahren werden ja schon so viele Rekorde gemacht worden sein, die kann man gar nicht mehr rausholen. Ja. Ich glaube, irgendwann wird es den Moment geben, wo man einfach keine Rekorde mehr machen kann. Also klar, vielleicht gibt es irgendwelche Erfindungen, die neu sind, so wo es neue Rekorde gibt, irgendwelche Spiele oder Techniken. Aber ich meine jetzt so Sachen wie Saltos machen und ganz viel essen oder so oder ganz dick werden. Ich glaube, irgendwann gibt es den Punkt, wo man sagen muss, kann man nicht mehr erhöhen, das ist schon so hoch, wie es geht. Das ist schon das Limit gesetzt. Ich glaube, dem Hitler kann man auch einige Rekorde hoffentlich nicht mehr abnehmen. Es gibt Rekorde, die sollte man nicht mehr brechen wollen. Doch, also laut meines Verschwörungstheoretiker-Bekannten wird Klaus Schwab und Bill Gates planen noch, den Holocaust noch zu toppen. Die wollen die Menschheit irgendwie reduzieren auf 5 Millionen Menschen. Der Bill Gates wieder, ne? Natürlich. Das ist ein ganz schlimmer Finger. Ne, jetzt pack mal aus. Du hast ja bereits... angeteased. Du hast ja angeteased, ja. Und du hast natürlich House of the Dragon und Rings of Power beides, alles Folgen gesehen. Nein, habe ich nicht gesehen. Nee. Noch gar nicht, aber weil die laufen auf so ganz komischen Kanälen, die ich nicht... Weiß ich nicht, irgendwelche... Das kommt nicht auf dem Pro7 drin. Nee, aber auch bei Netflix nicht und so, deswegen habe ich es noch nicht geschaut. Aber es ist ja diese neue Herr-der-Ringe-Serie rausgekommen, und zwar Ringe der Macht heißt die. Und pass auf, Robin, da ist was passiert, die zeigen da was es überhaupt nicht gibt eigentlich, und zwar schwarze Hobbits. Das gibt es doch überhaupt nicht in Wirklichkeit, wieso müssen die das denn da finden? Also soweit ich weiß, ich habe es übrigens auch noch nicht gesehen. Erstens interessiert es mich gerade gar nicht irgendwie, ich habe da überhaupt keinen Hype drauf.
Und zweitens will ich auch nicht so eine Folge gucken und dann eine Woche warten. Wer bin ich denn, Ja. Alter? Weißt du, wenn, dann gucke ich eine Staffel oder am liebsten die ganze Serie am Stück. Aber was war das früher, ne? Also als es noch kein Netflix gab, ich weiß noch, als Kind und so als Teenager, Ja, man musste früher. früher warten, so am Fernseher. Und jeden Donnerstag um 7 kam halt eine neue Folge. Wenn da nicht da warst, hast du Pech gehabt. Es gab eine Ja. Wiederholung, wenn du Glück hattest, noch später. Aber so. Ja, das sehe ich nicht mehr ein. Jedenfalls, dieser Skandal ist gerade, dass auf einmal haben die Serienerfinder. Ja, aber was ich nämlich sagen wollte, so weiß ich, weiß, so richtig Hobbits sieht man da gar nicht, sondern nur so eine Abwandlung von denen. Also auch so kleine menschenähnliche, die halt auch haarige Füße wohl haben oder so. Aber Ist nicht auch im schon. Auenland leben, sondern irgendwie in der Weltgeschichte rumreisen. Also, soweit mein Halbwissen reicht, sind es keine richtigen Hobbits. Aber ja, die sind, ja. Es soll eh so sein, dass die Serie auf manche logische, auf so rote Fäden verzichtet aus der Hauptreihe. Dass wohl manche, also sie nennen es dort, glaube ich, Rassen in den Büchern, die eigentlich in den bisherigen Büchern voneinander abstammen. Nee, völlig getrennt sind und jetzt in der neuen Serie voneinander abstammen. Also sie lassen so die Details, lassen sie irgendwie weg und erfinden Neues dazu. Ja, Das ist wie wenn du jetzt also. irgendwie in den Harry Potter Büchern irgendwie jetzt eine neue Serie erfindest, wo auf einmal Harry Potter und Dumbledore Cousins sind zum Beispiel auf einmal. Das Ich ist eigentlich unlogisch, aber die haben jetzt das einfach neu interpretiert. finde, der allerwichtigste Satz zu diesen ganzen Thematiken, die in diese Richtung gehen, weil dann immer ganz schnell ausgepackt wird, oh ja, die werden jetzt immer politisch korrekter und so. Keine dieser Produktionsfirmen packt da diverse Menschen rein, weil sie in irgendeiner Form die Welt besser machen wollen oder eine Agenda verfolgen, sondern einfach, weil es mehr Kohle gibt. Genau. Und das ist halt so der wichtigste Punkt. Um dann einfach alles zu entkräften, wenn es mal heißt. Aber ich habe auch ein sehr witziges Video dazu gesehen von Ian Kung, wird er, glaube ich, ausgesprochen. Das ist so ein YouTuber aus dem Dunstkreis von Gus Johnson, der auch immer nur so ganz kurze Videos macht und alle 3, 4 Wochen mal eins. Und er hat so einen Sketch gemacht, wie er quasi ein Fan von Herr der Ringe ist. Oh, ich ist so eine spannende Theorie, wo die Orks herkommen und warum die so und so aussehen. Und dann hier und dann Schnitt, dieselben Leute, die halt darüber diskutieren, dass irgendwie schwarze Hobbits existieren. No, 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 Ja, no. So, das ja. fand ich ganz witzig. Aber im Grunde ist es mir auch egal. Ist mir auch egal, aber ich fand so diese Argumente in den Kommentaren so abgefahren, von wegen, die gibt's überhaupt nicht, schwarze Hobbits, die gibt's überhaupt nicht. Ja. Es gibt auch weiße Hobbits nicht, liebe Leute, es ist eine Fantasy-Reihe. Ja, Die erfinden noch alles. also, ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite, also das Ding ist eh schon krass in der Kritik, weil es halt nicht an die Peter Jackson-Filme rankommt, grundsätzlich nicht. Und Peter Jackson hat halt das sehr sich zur Aufgabe gemacht, so buchgetreu wie möglich zu sein. Und im Buch steht halt explizit nichts drin von schwarzen Hobbits, aber es macht auch einfach keinen Unterschied. Es soll wohl doch einen Ausschnitt geben aus irgendeinem Buch, in dem Hobbits beschrieben werden, zumindest irgendwie eine Legion von denen, oder ich weiß ja nicht, ich habe es auch nur überflogen, wo er doch geschrieben hat. Eine Legion Hobbits. Also irgendwie, es gibt wohl doch so auch verschiedene Hobbit-Stämme, ich weiß nicht genau. Ja. Jedenfalls ist in dem Ausschnitt, den ich gelesen habe, dass sie wohl brown skin haben. Also eine dunklere Hautfarbe haben. Und so macht es ja doch irgendwie wieder Ja, Sinn. aber also selbst wenn nicht, wäre es halt egal. Ist völlig So. egal, na klar. Aber ja. Und es gab es ja schon bei Ariel zum Beispiel, die jetzt schwarz ist. Leute, es macht doch Also keinen ich muss aber Unterschied. dazu sagen, bei den Hobbits ist es gefühlt für mich, also insgesamt ist es für mich egal, weil das ist wie dieses J.K. Rowling-Ding. Ich will da gar nicht so viel Energie rein verschwenden in so einen Scheiß. Aber bei den Elben zum Beispiel könnte ich es vielleicht mehr nachvollziehen, weil die halt sehr einheitlich dargestellt wurden. Immer mit blonde Haare halt und ich glaube alle blaue Augen, arisch. Und weiß ich nicht, da fände ich es vielleicht ein bisschen komischer, weil die halt einfach ein einheitlicheres Bild haben. Die Hobbits sehen halt aus wie normale Menschen in klein und haariger. Ja, aber das Ding ist doch einfach, dass es ja irgendwie ausgedachte Gruppen sind oder ausgedachte Wesen sind. Und bei Pokémon war es ja auch schon so, dass es in den ersten Mangas immer hieß, es gibt 150 Pokémon. Ja, und mehr wurden nicht entdeckt.
jetzt gibt es auf einmal tausende von denen so. Da haben sie eben dazu geschrieben. Die sind ja in die neue Region, die waren ja erst in Kanto und dann sind sie nach Johto. Als wären die nicht vernetzt gewesen. Also Professor Eich, der kennt doch alle Pokémon so, der hat alle erforscht. Nein, die so. Sind durch einen Wasserfall voneinander getrennt, die können nicht kommunizieren nicht, miteinander. Nicht in Mangas, da ist ja eine Vernetzung da. Und auf einmal ist es ja auch so in den späteren Folgen und Mangas, dass ja alle verknüpft sind miteinander und es alle wissen, ach, denn ein Kanto so, ach, da ist ein Ho-Oh, na klar kenne ich das auch. Das kannten die vor 5 Jahren noch nicht in den ersten Mangas. Die haben jedenfalls dann dazu einfach erzählt, dass sie die halt entdeckt haben, die Pokémon so. Und dass sie dazugekommen sind, Pokémon sich einfach immer neue entwickeln und so weiter, ja. Und das können sie doch hier auch machen, von wegen, okay, es gab, bisher waren uns nur weiße Hobbits bekannt, aber oftmals gibt es hier in diesem Auenland noch eine Ecke, die wir nicht erforscht haben, die es nicht gab. Und da gibt's halt Schwarze. Oder bei deinen komischen, was hast du gesagt, Feen oder so? Elben. Elben. Es gibt eben doch irgendwie eine Elbenart, die hat sich versteckt oder kommt von anderen Planeten, keine Ahnung. Die sind halt, haben halt doch eine schwarze Hautfarbe. Zack, bumm, erzählt und schon ist gut. Und das. Ja, wie gesagt, ist ja. Mir auch egal. Aber nur um dieses Fandom-Ding vielleicht ein bisschen nachfühlen zu können, wenn jetzt irgendwie das Label von Falco einen neuen Song rausbringt, der eigentlich nur ein alter Song ist, aber plötzlich mit Autotune drauf. Haben sie gemacht. Und, ja, ständig. Ja, okay, gut. Aber vielleicht sagst du dann auch, ich weiß nicht, ob Falco das so gewollt hätte. Hätte er nicht. Also, sie haben von dem sehr viel veröffentlicht, was er nicht veröffentlichen wollte. Wo auch gesagt hat, den Song. Ich glaube, diese Emotion ist das halt einfach, die bei den Leuten da mitschwingt, aber es ist halt trotzdem ein bisschen dumm. Kann ich nachvollziehen, aber ich denke mir immer auch bei solchen Geschichten, es entwickelt sich halt weiter, ne? Und irgendwie tut es ja auch keinem weh eigentlich. Und du musst die Serie auch nicht gucken, kannst ja dann einfach bis zur nächsten Serie warten oder so, keine Ahnung. Wo es dann wieder keine schwarzen Hobbits gibt. Stell dir mal vor, man würde jetzt ein Drama schauen, ja, aus den Vereinigten Staaten von vor 200 Jahren und da sind plötzlich weiße Leute versklavt. Da würdest du dich auch beschweren, dass das nicht in Ordnung ist. Also, das ist ja wieder eine ganz andere Dose, die du hier aufmachst. Da geht es ja ein bisschen wieder um Whitewashing. Die Büchse der Pandora mache ich da genau, gerade auf. Das ist ein ganz anderes Thema, würde ich so nicht unterschreiben. Ja. Was, wo ich auch umdenken musste, war, ich dachte früher auch immer so, Filme und auch Theaterstücke sollten immer sehr realistisch sein und Personen sollten auch immer so alt sein wie halt die Figur. Also die Figur sollte so alt sein wie die spielende Person. Aber ich finde, wenn man sich dem bewusst macht, dass es ja nur Schauspielende sind, die gerade einen Text irgendwie zum Leben erwecken. Alter, ich habe gerade eine richtig geile Idee bekommen. Ist es auch für mich, ganz kurz, voll in Ordnung, dass halt auch in Opern halt ein 50-Jähriger einen Schüler spielt. Weil es ist egal, du musst dich ja eh drauf einlassen können. Und dann schaltest du auch ab, dann ist es doch eh wieder in Ordnung. Oder wenn die Ärzte mit 60 Teenager Liebe singen. Ja, es sind doch so Sachen, sie stellen doch nur irgendwie was dar. Und es muss doch alles irgendwie nicht so, alles so realistisch sein. Meine Güte. Na gut, dann kann ich also auch mit 60 noch Waldorfmädchen singen. Menopause-Frauen kannst du auch noch mit 80 singen. Mach doch. Okay. Ja gut, das ist ja was anderes. Was ich gerade sagen wollte, aufgrund der Sache, die du gesagt hast, ich stell mir vor, pass auf, du hast ein Skript von einem übelst bekannten Film. Ich pitche diese Idee jetzt, wenn ihr die umsetzt, bitte gebt mir Credit, ansonsten mache ich das früher oder später. Stell's dir vor, Studio kommt auf mich zu, gebt mir Geld und dann mache ich das. Du hast jetzt zum Beispiel das Skript von The Dark Knight. Wirklich jede Szene einzeln aufgelistet, ja. Und dann nimmst du das und nimmst Kinderschauspieler, am besten noch Kinder, die nicht mal Schauspieler sind, und gibst dem einmal kurz jede Szene zu lesen, hältst die Kamera drauf und nimmst den ersten Take, der passiert, wie sie das nachspielen. Ja, und dann baust du diesen kompletten Film so wieder zusammen, nur aus First Takes von Kindern, die halt die Szene einmal zu lesen bekommen haben. Würde ich mir anschauen. Ich glaube, das wäre richtig geil. Ich glaube... Das ist Comedy. Oder mit Senioren. Wäre auch witzig. Ja. Warte, Joker, ich bin gleich da. Ja, und aber wirklich, sie dürfen den lesen und danach aber nicht, also sie dürfen nicht ablesen. Sie müssen dann quasi das, was sie noch im Kopf haben, so improvisieren. Alter. Das kenne ich noch vom Schloss Einstein-Casting damals tatsächlich, als ich noch ein Kind war. Die haben uns auch nur die Szenen erklärt, was passieren soll. Dann sollten wir quasi zu diesem Ende kommen und bis dann improvisieren. Wir haben 5 Minuten Zeit dafür. Und so läuft es auch teilweise tatsächlich auch bei so Filmproduktionen, Serienproduktionen. Ja, aber manchmal, ich will keine Schauspieler. Ja, sag nur. Das ist ja noch witziger, wenn das irgendwie... So, da kommt dann der Joker her, weißt du? Oh, ich bin so verrückt. Das ist gut. Oh, schlechte Wortwahl. Ja, also wäre spannend, würde ich mir angucken. Gut. Mach das mal, Leute. Ich glaube, wir müssen heute ein bisschen überziehen, Tino, weil ich habe tatsächlich noch relativ viel. Und eine große Sache, die muss ich hier diskutieren, sonst da bubbert der Puls sonst zu hart. Aber für dich kann ich ja noch sagen, dass es jetzt einen Supermarkt gibt, der vegane Fleischtheke anbietet.
Das war nämlich der Top-Post im deutschen Subreddit. Stimmt, habe ich auch gesehen, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welcher Supermarkt es war. Ja, dann haben wir hier nämlich, das habe ich aus internationalen Medien erfahren, dass wir jetzt 5 Züge auf der 126 Kilometer langen Strecke zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremerhöde und Buxtehude, die auf Wasserstoffbasis rumfahren. Mhm. Mit einer Reichweite von 1000 Kilometer pro Tankladung. Ja. Und das ist ja mal immerhin etwas, aber irgendwie in Deutschland wurde das gar nicht so groß diskutiert. Und auf Reddit habe ich das dann gelesen. Ja, Germany, es ist halt genau so, so stand das da. Es ist halt so mit den Medien, wenn die halt wissen, so die Journalistinnen und Journalisten, es bringt nicht viele Klicks und es kauft keiner, wird es nicht berichtet. Dann lieber, dass Udo Lindenberg jetzt gerade Ehrenbürger von Hamburg geworden ist, da klicken halt mehr Menschen drauf. Ist das so, ja. Ist so. Ganz toll. Einfach auch bei der Vereidigung oder bei der Zeremonie Stinkefinger zur AfD gezeigt, was gerade diskutiert wird. Das ist dann natürlich viel mehr wert als so eine wichtige wissenschaftliche Erkenntnis. Der Udo. Ja, und dann ist ein Video am Zirkulieren von Peter Schmidt, witzigerweise ein Pseudonym von meinem allerersten Video. Ich habe ja mal Filmchen One auf Nostra Forts veröffentlicht und früher oder später kommt da noch Filmchen Zero. Mhm. Das ist in Schwarz-Weiß gefilmt und da war ich keine 10, da war ich vielleicht 8 oder so. Süß. Und da habe ich gesagt, hey, ich bin Peter Schmidt und ich mache hier Nachrichten. Egal, aber das ist ein republikanischer Kandidat für Wisconsin und Der hatet halt alles, was so Regenbogenfarben ist und so, ja. Und findet es ganz schlecht. Und ich will einfach von dir einmal wissen, achso, ich habe gar nicht gesagt, was in dem Video zu sehen ist, wie er einen seiner Farmworker einen Blowjob bekommt. Warte. Gibt. Auf. So rum. Wie er jetzt? Er gibt einem Farmworker einen Blowjob. So, dieses Video geht gerade rum. Also einem männlichen. Das heißt, er ist offensichtlich auch mindestens bi. Mhm. Aber so, und ich will jetzt wissen, warum gibt es diese Tendenz, dass diese Leute, die das eh schon leben, aber genau das Gegenteilige tun. Also sie machen, sie gehen nicht in diese Kreise, wo das völlig okay wäre, wo dann vielleicht sich noch 10 andere Farmworker anbieten würden. Hier, mach doch auch mal. Sondern sie gehen in die Kreise, die das hassen und machen aktiv die Welt für sich schlechter. Das ist ein ganz altes Thema, das hat man auch schon mal im Podcast gesprochen, glaube ich. Es ist halt so, dass bei vielen Menschen die Angst groß ist, geoutet zu werden. Sie wollen lieber als männlich weiterhin gelten, aus Angst vor Repression eigenen Umfeld. Sie könnten ja selber in ihrer Machtposition dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Nee, das ist nicht so einfach. Die haben halt dieses... Also klar, bei normalen Leuten okay, aber er ist ja wirklich jemand, der gerade in einer Machtposition ist und das eigentlich vielleicht was bewegen könnte. Das ist, glaube ich, nicht mal der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass er sein Leben lang immer schon hetero gewesen, also hetero vorgegeben hat zu sein und dieses Bild nicht zerstören will, weil er so anerkannt wird, weil er weiß, dass sein Umfeld homophob ist. Seine Parteigenossen sind zum großen Teil homophob oder das will er eben aufbauen. Es gibt diese Tendenzen ganz stark, dass wenn du Angst hast, dich zu outen, kannst du auch zum Gegenteil ausschwenken und sagen, du bist eher öffentlich homophob, um halt nicht als schwul zu gelten. Man sagt ja auch, dass diejenigen Leute, die am coolsten mit ihrer Sexualität sind, egal ob hetero oder homo, dass die am entspanntesten sind, die so ganz, ganz krass sind von wegen, oh, Schwule sind scheiße, dass die ja meistens strugglen mit ihrer Sexualität. Das ist so etwas, was man wissenschaftlich schon erweisen konnte. Es gibt sogar Studien, wo sie so Leuten Pornos gezeigt haben, so schwulen Pornos, sowohl homophoben als auch queer-freundlichen Heterosexuellen. Und witzigerweise waren die Homophoben mehr angetönt von den schwulen Pornos, als die sicheren Heterosexuellen gewesen sind, die halt cool mit queeren Leuten sind. Das konnte man schon erwiesen. Mit nachweisen. Wissenschaft. Nachweisen, genau. Danke. Was man auch nachweisen kann, ist, dass Brendan Fraser ein ganz toller Mann ist, denn er hat 6 Minuten Standing Ovation bekommen bei der Premiere von The Whale, einem seiner neuen Filme. Brendan Fraser kennst du von Die Mumie. Ja, genau, stimmt, der jetzt relativ kräftig ist, ne? Der ist jetzt sehr, sehr kräftig, aber der war vor allem sehr lange weg aus dem Showgeschäft und der war halt immer so ein Everybody's Darling. Genau, echt toller Schauspieler, muss man sagen, ja. Sehr sympathisch. Er hat auch seine Rollen immer gut gespielt, wie ich finde. Ich habe viele Filme gesehen von ihm, auch bewusst. Und jetzt ist er wieder zurück und alle lieben ihn. Und oh, der soll Oscar bekommen und so. Und ja, gibt es halt ein Video von ihm, wie er wirklich 6 Minuten Standing Ovation bekommt. Was ich ein bisschen sehr awkward lang finde. Nö. Aber er kriegt so ein bisschen Tränen in die Augen und ist schon ein süßer Moment gewesen diese Woche.
Hast du Scrubs gesehen, die Serie? Na klar. Da hat er ja auch einen wichtigen Auftritt, ne, in der einen Folge. Oh ja. Und das will ich gar nicht spoilern, aber Bruder, die Folge mit ihm ist halt so traurig und so schön einfach gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen, also diese Fraser Folge mit bei Scrubs, emotional. Ja. So. Aber nochmal zu diesen komischen schwulen Homophoben. Wurde er heimlich gefilmt oder wie war das? Wie kam das zustande? Weißt du das? Ich habe das Video leider nicht gesehen. Schade. Also hätte ich besser recherchieren müssen. Mhm. Aber einen random Blowjob muss ich mir dann auch nicht extra angucken. Aber nee, aber es ist schon spannend irgendwie, ob er es selbst gefilmt hat und es irgendwie online ging, ja, oder ob da jemand ihn erwischt hat. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ne? Ja. Keine es gab Ahnung. Ja einige homophobe Politiker, die dann irgendwie erwischt worden sind mit Transen, also transsexuellen Menschen und mit Homosexuellen. Das ist ja keine Neuheit so. Ja. Ja, wenn wir gerade nochmal kurz durch dich zu Amerika gerutscht sind, wie der Penis in den Mund hinein, ja, dann mache ich das ganz schnell nochmal ab, weil wir müssen dann wirklich nochmal kurz zu Deutschland kommen. Und zwar gab es für mich sehr überraschend eine CBS News Poll, eine Umfrage, und zwar 73% aller Befragten sind dafür, dass es eine Altersgrenze für Politiker gibt. Das hätte ich nicht gedacht. Nach das oben? Ist so viele, ja, also... Mhm. Ich glaube, 70 ist so am favorisiertesten. Es gab auch 9%, die gesagt haben, 50 ist dann schon zu alt. Okay. Finde ich hart. Hm. Aber ja, das fand ich überraschend. Wie stehst du denn dazu? Also, die Partei hat mal gefordert, dass man das Wahlrecht runtersetzt auf ab 12, dafür aber nach oben begrenzt nach 60. Weil uns alte Menschen nicht wählen. So, und, also damals war noch uns, bin noch Mitglied, aber nicht mehr so aktiv. Und ich muss sagen, so ernsthaft, seriös gesehen, bin ich eher dafür, dass man mehr mit Quoten arbeitet irgendwie in der Politik. Ich finde es cooler, wenn man irgendwie ungefähr gleich viel alte wie auch junge Leute drin hat. Man kann, also ich finde es immer schwierig, Demokratie zu regulieren, also auch mit so Frauenquoten, finde ich auch irgendwie schwierig. Aber es wäre insgesamt, glaube ich, am sinnvollsten, wenn du echt alle Meinungen drin hast. Du hast halt Frauen, Männer, diverse, du hast alte, junge AkademikerInnen, du hast ArbeiterInnen, du hast alles drin. Ja, so. Vielleicht, wenn man sich von diesem belasteten Quotenbegriff wegbewegt, könnte ich mir vorstellen, dass es halt jede Partei zum Beispiel in jeder Altersgruppe oder so Leute, also die gewählt werden können. Weißt du, du wählst jetzt irgendwie einen 30- bis 40-Jährigen, einen 50- bis 60-Jährigen, einen 60- bis 70-Jährigen zum genau, Beispiel. Ja. So. Das ist, läuft natürlich auch auf eine gewisse Quote hinaus, aber das hat vielleicht eine andere Konnotation. So könnte ich mir das vorstellen. Aber an sich, also ich finde es ganz selbstverständlich bei Sachen, die nicht gewählt werden, wie zum Beispiel, oder nicht direkt vom Volk gewählt werden. In Amerika wäre das zum Beispiel der Supreme Court, der einfach auf Lebenszeit existiert und kein Mensch, also kein normaler Mensch der Bevölkerung, die je gewählt hat, direkt. So war es auf jeden Fall. Und vielleicht dann auch in Deutschland, weiß ich nicht, so Bundeskanzler muss nicht unbedingt 80 sein. Aber das Problem haben wir gar nicht so krass. Glaube ich auch nicht, dass es ein Problem wird. Ich denke nicht, dass wir irgendwie irgendwann mal so einen Kreis von 100 Jahren wählen werden. Aber es gibt ja auch, es gibt auch schon so Modelle von wegen, man kann ja auch, es gibt ja, aktuell gibt es ja in Deutschland so Wahllisten jeder Partei. Das heißt, zum Beispiel die Grünen haben dann so auf der Liste 20 Leute. Ja. Und können die halt ganz beliebig bestimmen. Die Grünen haben halt dieses paritätische System, das heißt Frau Mann, Frau Mann, Frau Mann und so weiter. Aber man kann ja auch die Liste nochmal verlisten, weißt du? Man hat dann nochmal eine junge Liste, eine mittlere Liste und eine alte Liste und dann kommen halt von jedem erstmal so viel, wie du Prozent hast, rein. So eine Generation irgendwie und zweite Generation, dass man das irgendwie so hinkriegt. Das ist schwer zu erklären, wie ich das meine, aber die Modelle gibt's ja schon, werden aber noch nicht akzeptiert, gerade von den konservativen Parteien. Deswegen wird es lange Zeit so bleiben und es wird lange Zeit einen Überschuss geben an akademischen Menschen und an alten Leuten im Bundestag. Was nämlich auch immer, was hast du gerade gesagt? Nein, was auch immer schlecht gesehen wird, ist Ranked Choice Voting. Also ein Ranking-System beim Voten von konservativen Leute, weil die dann immer den Kürzeren ziehen. Mhm. Und so jetzt hier auch bewiesen, denn Sarah Palin wurde nicht gewählt, überraschenderweise, denn Alaska hat dieses Voting-System jetzt, dass du quasi sagst, okay, meine erste Wahl ist das, meine zweite, meine dritte, meine vierte. Ja. Und auch wenn wir das in Deutschland hätten, würde wahrscheinlich bei sehr vielen Leuten halt dann der CDU sehr viel weiter unten sein, ja, weil die sagen, okay, ich will jetzt zum Beispiel SPD, aber CDU will ich auf keinen Fall. So. Oder AfD zum Beispiel. Oder AfD. Wäre es noch krasser, ja. So. Und auf einmal
würde es nämlich ganz anders aussehen. Mhm. Aber halt irgendwie vielleicht realistischer oder weißt du, vielleicht wären die Leute zufriedener mit dem Ergebnis. Das gibt's ja bei den Kommunalwahlen in Weimar. Da hast du ja auch diese 3 Stimmen, die du vergeben darfst. Was du mal erzählt hast, fand ich auch ziemlich spannend. Du hast eine Plus- und eine Minusstimme. Das wäre cool. Ja. Ich glaube, da würde auch die AfD und die FDP schnell rausfallen. Maybe. Was nicht so schlimm wäre. Ja, das war das. Und kurze Trump-News ist nicht weiter relevant. Er hat nur bei diesen ganzen Sachen, die bei ihm gefunden wurden. Mhm. Ja, da ist jetzt rausgekommen, das waren Nuklearinformationen über ein fremdes Land. Mhm. Und da fragt man sich, wozu hat denn der Herr Trump diese privat gebraucht? Mhm. Ja. Naja, gut. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist der gute Habeck. Hast du das mitbekommen? Der hatte nämlich 2 TV-Momente diese Woche und ich habe da einfach einen Speedspot. Ja. Ziehe ich mir nämlich immer rein. Einen Sweetspot für den Mann, weil der sein Müsli mit Wasser trinkt. Stimmt. Und, der arme Mann. Ja, der hatte zum einen das mit der Insolvenz, hast du es mitbekommen? Genau, voll, ja. So, was aber kein dummer Satz war. Naja, es waren mehrere Sätze. Es war irgendwie 2 Minuten, ich weiß nicht, war es Maischberger, irgend so eine komische Talkshow, wo darüber geredet wurde, was kommt denn jetzt im Winter, wie ist denn das, gibt es da eine Insolvenzwelle von den ganzen Branchen, die halt das nicht mehr bezahlen können und er hat so ein bisschen, also ich hatte das Gefühl, dass sie aneinander vorbeireden so ein bisschen. Mhm. Und es wurde natürlich jetzt so gemacht, so dargestellt. Kann auch sein, dass es ein bisschen mit drin war, aber so habe ich das nicht so ganz wahrgenommen. Es wurde jetzt so dargestellt, dass, oh, guck mal, der redet um heißen Brei rum, hahaha. Und dann gab es auch den Hashtag Twittern wie Habeck. Und da wurde dann sowas geschrieben, ich vertippe mich nicht, ich höre nur auf, die richtigen Buchstaben zu verwenden. Ja, weil er hat gesagt, es wird keine Insolvenzwelle geben, die Leute werden nur irgendwie in Auszeiten oder so, wie er das verwendet hat. Aber also für mich hat das gewirkt wie, es gibt wieder sowas wie Kurzarbeitergeld vermutlich und wenn jetzt irgendwie 2 Wochen mal ein Geschäft halt den Betrieb einstellen, das hat er gesagt, den Betrieb einstellen muss, dann sind sie ja nicht direkt pleite. Ja. So. Also die haben ja im besten Fall Rücklagen oder wie gesagt kriegen halt irgendwie Support und dann kommt es ja nicht zu einer Insolvenzwelle, genau, wenn der Staat das irgendwie abfedert. Aber da wurde so ein bisschen, glaube ich, aneinander vorbeigeredet. Es wurde halt auch bewusst missverstanden von so grünen Gegnern und Habeck-Gegnern. Die haben das dann so aufgepauscht, wie du gesagt hast, ich vertippe mich halt nicht, sondern ich treffe die falschen Buchstaben. Ich fahre nicht schwarz, ich vergesse nur meine Karte mitzunehmen oder irgendwie sowas. Ja, das sind halt so Sachen, ja, witzig, haha, aber an sich hat er halt nicht Unrecht. Das ist halt, also betriebswirtschaftlich stimmt das, was er halt gesagt hat, oder volkswirtschaftlich. Dass man halt nicht sofort insolvent geht, wenn man halt keine Einnahmen hat oder das Sachen nicht bezahlen kann. Da gibt es noch so viele andere Modi, nicht nur den Insi-Mode, es gibt auch andere Modi. Und ApoRed hat sie alle durchgespielt. Ich habe mir halt gedacht, so wer sich darüber lustig macht, was er gesagt hat, die haben halt einfach Wirtschaft nicht verstanden und die können halt nur lachen, weil sie halt keine Ahnung haben. Ja, aber ich verstehe das auch schon, dass man das so aufnehmen kann. Ja, natürlich, weil man ist es auch gewohnt von Politikern, dass sie halt genauso reden von wegen, uns wird's nicht kalt, uns wird's nur weniger warm oder irgendwie sowas. Natürlich gibt es solche Aussagen, auch bei Baerbock jetzt, egal was die Wählerinnen sagen, wir werden die Ukraine unterstützen. Das sind so Sätze, die hat sie so gar nicht gesagt und auch nicht so gemeint, aber es wird dieser Querdenker-Bubble so aufgefasst und auch geteilt, um halt noch mehr Hass zu schüren gegen die Person, obwohl die es so gar nicht gesagt hat. Naja, er hatte stattdessen aber einen Tag später auch noch einen glanzvolleren Moment, und zwar eine kleine feurige Rede im Bundestag, wo er besonders auch Merz dann so direkt outcalled. Ich kann einfach kein Deutsch mehr reden, Alter. Outcalled, was sagt man denn? So, angegriffen. Anprangert quasi. Ja, anprangert auch, genau. So, und halt ganz klar sagt hier irgendwie, also was mir in dem Moment auch echt ein bisschen aufgefallen ist, dass gefühlt diese Regierung sehr viel schneller Dinge tut einfach als in der Vergangenheit. Da ist gefühlt immer nie was passiert. Da müssen wir einfach drüber ein Gremium halten, da müssen wir erstmal nachgucken. Und jetzt hat man halt innerhalb von einer kurzen Zeit einfach 9-Euro-Ticket zum Beispiel. So. Genau, ja. Relativ spontane Idee. Spontane Ideen sind besten, immer rein. Und so seit einer Woche unabhängig von russischem Gas und sagt so, hier, eigentlich haben wir viel Wichtigeres zu tun, als übereinander zu reden, was eine witzige Doppeldeutigkeit hat, weil Merz halt wie ein kleines, dreckiges Kind die ganze Zeit über diese Rede drüber redet und dann hahaha und das hat man gestern im Fernsehen gesehen und so scheiße, also wie wirklich ein bockiger kleiner Junge. Ungepöbelt, ja.
Ja, also auch wenn das alles nicht perfekt ist und der Mann jetzt auch nicht so geil ist, nur weil er Müsli mit Wasser isst, ist mir dann doch bewusst geworden, dass ich das sehr gut finde, dass wir in der aktuellen Lage keine CDU in der Regierung haben. Alter. Auf jeden Fall. Und man muss auch kurz einordnen, es gab nämlich jetzt im Bundestag die große Oppositionsdebatte. Das heißt, die Opposition durfte Fragen stellen an die Regierung und so weiter und die musste sich halt den Fragen auch stellen. Und da gab es halt diese hitzigen Debatten so, wo auch dann die Ampelregierung gesagt hat, konkret so, zur CDU, wir räumen gerade auf, was sie in 16 Jahren halt verpasst haben und oder versaut haben. Also gab richtig harte Worte auch. Und sogar Scholz hat aufgedreht. Auch der war mal nicht langweilig, sondern er hat richtig, war emotional und menschlich. So. Und das kennt man von dem gar nicht. Ich meine, ich finde ihn auch nicht gut. Ja, auch so Kamex-Geschichten haben wir schon mit Herodes hier besprochen. So. Ich finde, er sollte nicht in der Regierung sein. Aber er ist es nun mal gerade. Und er handelt wenigstens in vielen Dingen und ist wenigstens mal kein Konservativer. Also kein Erzkonservativer. Und keine Frau endlich mal. Puh. Wird Zeit. Merkst du was? Die ganzen Frauen in den Regierungen weltweit werden endlich wieder abgesetzt. Nee, in England nicht. Da ist jetzt diese Frau da an die Macht gekommen. Liz Truss, ja. Genau, Liz Truss. Ich werde mir ihren Namen aber aus Prinzip nicht merken. Also die Finnische, die da gefeiert hat vor ein paar Wochen, ne? Also Stimmt. Die ist hoffentlich auch ganz schnell weg, weil das geht ja wohl gar nicht. Hatten wir eigentlich vor 4 Wochen oder so darüber geredet, dass der ehemalige Premierminister von Japan erschossen wurde? Oder ist das einer dieser Folgen gewesen, die dann ausgefallen ist? Ich hatte auf jeden Fall hier meine Notizen drin. Abe. Premierminister Abe. Ich dachte schon, dass ich das angesprochen hätte. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr das Self-Made-Schrotflinte. Weil, guck mal, wie weltweit die ganzen Leute hier aus dem Amt treten, freiwillig und unfreiwillig. Da hat die Vizepräsidentin von Argentinien echt Glück, diesem Trend nicht zu folgen. Ist ja auch so ein Ding, ne? Du wirst ja ab sofort Angst haben, aufzutreten öffentlich. Du musst dann die Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe auch mal Angst. Die Sicherheitsvorkehrungen noch höher schrauben. Obwohl du ja eh schon als hier Vizepräsidentin schon übelst die Sicherheitsvorkehrungen hast. Trotzdem schafft sie mal mit einer Pistole da rein. Ja, der Peter Schmidt hätte mal Sicherheitsverkehrung machen sollen. Wir sind am Ende, Robin. Wir sind am Ende des Podcasts. Das ist korrekt, ja. Du musst mir gleich ein Genre sagen für ein Lied, was ich in die Playlist einfüge. Und vorher sagen wir, was geben wir der Woche? Ich gehe auf eine 10. Die Queen ist gestorben. Ach, doch. 10, ich finde, es ist eine 10. Eine 10, ja, ich finde, es ist eine 10. Mit einer alten Frau. Es ist, ohne es jetzt, ich habe ja schon ausreichend differenziert, aber es ist die Queen, die jetzt 96 Jahre alt war, 80 Jahre gefühlt an der Macht war. Und ja, aber das ist doch kein, oh mein Gott, wie überraschend. Naja, guck mal, wir sind doch eine Weltgemeinschaft, ne? Und es gibt doch irgendwie so Menschen, es gibt doch so eine Top 10 von Menschen, die einfach bekannt sind, die Macht haben, die irgendwie alle kennen und so weiter. Und die Queen ist in der Top 3, der wichtigsten Menschen auf der ganzen Welt. Aber die macht doch gar nichts mehr. Also jetzt erst recht nicht, sie ist tot, Robin, sie ist tot. Was sollen sie jetzt noch machen? Na, aber vorher hat die doch auch nicht mehr wirklich was gemacht. Die hat die Liz Truss eingeschworen, noch cool. Na, weil sie dieses Amt halt inne hat. Also schon dieses Amt macht sie, also ist wieder Papst. Wir sagen so Papst, Tino, US-Präsident. Die hat dich für weniger wert gehalten, weil du kein königliches Blut in dir hast. Natürlich, das weiß ich alles. Wie gesagt, sagt ohne jetzt persönliche Wertung, aber so ich will nochmal aufziehen, der Papst. Die Queen, alle der US-Präsident zum Beispiel. Der hat gerade einen guten Run, der darf ruhig weitermachen. Kaiser von China. Das sind halt so Leute, das sind so die, und hier Britney Spears. Das sind so die wichtigsten Menschen auf der Welt. Ja. Und ich finde, aufgrund schon ihres Amtes, ja. Britney Spears hat ihr eigenes Amt so ein bisschen gegründet. Und auch der Papst und so. Das sind Sachen, wenn die wegsterben, ist es für mich schon... Oh. Also bei einer 9 gehe ich mit, aber bei einer 10. Okay, ich wollte hochpokern, 9 ist auch okay. Ja? Ja, aber ich finde... Eine 10, Tino. Ich finde, es ist gefühlt eine 10. Aber wie beim Wetter, ist es eine gefühlte 10, aber es ist eigentlich eine 9. Ja, es ist sehr stürmisch, deswegen fühlt sich die 9 an wie eine 10. Ey, der Tod der Queen hat doch jetzt alles beeinflusst. Jeder spricht davon, sogar wir sprechen davon. Ja, aber in der Woche ist auch vergessen. Ja, dann ist ja wieder eine 5. Wenn der dritte Weltkrieg losgeht, dann ist der nicht in der Woche vergessen. Guck mal, beim Ukraine-Krieg hat es einen Monat gedauert, bis der vergessen war. Ja, aber ich finde trotzdem, dass das schon ein Ding ist, wo ich sagen würde, da würde ich eher auf eine 10 gehen, wenn die Queen stirbt. Auch wenn jetzt Biden erschossen wird, wäre auch für mich jetzt eine 10. Ja, das ist ja was anderes. Wenn er überraschend erschossen wird, ist was anderes, als sie ist mit fucking 96 entschlafen. Oder wenn Angela Merkel zum Islam konvertiert. Das sind Sachen, da würde ich sagen, das ist schon aus den Gründen, dass es überraschend, also dass es halt krass ist, eine 10. Meine Meinung. Okay. Genre, ich gebe jetzt ein Genre, und zwar gebe ich dir
Rap. 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 Oder Hip-Hop. Sag mal Hip-Hop. Ja, okay. Dann sage ich direkt, es muss was von Neonschwarz sein. Das Anbietendste wäre natürlich On a Journey, aber das ist eigentlich ein bisschen overused fast. Okay. Warte. Ja, es ist alles. Nee, komm, wir nehmen On a Journey. Es ist schon einfach der beste Song von denen. Okay. Brennholz unter Musik hat neue Songs. Du sagst On a Journey von Neonschwarz, die ich noch gar nicht gehört habe, ehrlich gesagt. Hör mal rein. Mag ich sehr gerne. Ich nehme von Queen Killer Queen. Ja, perfekt. Da haben wir nicht alles drin. Ja. So. Das war auch einer der ersten Songs von Queen. Nee, ist falsch. Einer der ersten Songs von Queen, den ich kannte. Ja, so, und Playlist, jetzt endlich Brennholz. Wahr geworden. Ist so, ja. Gut, da haben wir extra überzogen, weil die Queen tot ist. Am Mittwoch kommt der Hörerwunsch zum Thema Österreich. Ja. Ich finde, es war eine sehr gute Ausgabe. Wir hatten einen Special Guest da. Wir verraten nicht, wer es ist. Es war nicht Falco. Es war nicht Falco, der konnte nicht, aus terminlichen Gründen. Mhm. Es war nicht die Queen, der hat kurzfristig abgesagt. Ja. Es war anders. Leider auch nicht Peter Kleine. Nicht ganz, nee. Ja gut, die Musik ist so laut. Oh. Mhm. Ist das Queen? Ihr könnt euch schon mal von Österreich einen Wikipedia-Eintrag durchlesen und gucken, ob ihr dann das Quiz, das wir gemacht haben, beantworten könnt. Bis zum nächsten Mal. Super.